Helen Lange-Hahnenberg hat dreimal hier in Neumünster die Weltcup-Kür gewonnen. Da hat man natürlich gute Erinnerungen. Jetzt ist sie mit Dempsey zurückgekommen und dem gefällt es in der Halle. Ja, allerbeste Erinnerungen. Und auch heute ist es wahrlich nicht geschmälert worden, sondern es reiht sich wirklich nahtlos an. Ich fand es fantastisch heute. Ich bin überglücklich. Ich musste mir in der Tat fast ein Tränchen verkneifen. Hinterher, weil ich so glücklich war, wie Dempsey gegangen ist, aber auch irgendwie diese Anerkennung des Publikums. Es war gewaltig und es hat mich fast ein bisschen eiskalt erwischt. Es war ein irres Comeback irgendwie hier und ich bin glücklich, hier zu sein. Und die Zuschauer freuen sich, das hat man deutlich gemerkt. Und Dempsey ist sonst ein routiniertes Siegerehrungspferd. Heute nicht. Nee, wahrlich nicht. Er hat sich ein bisschen aufgeführt wie ein kleiner Jungspund. Ich meine, man darf für Neumünster diese Atmosphäre sicherlich nicht unterschätzen. Und es war eigentlich alles okay, bis zur Hymne das Publikum aufstand. Das hat ihn etwas aus dem Konzept gebracht, hatte ich das Gefühl. So dieses Rundherum quasi erheben. Und er war wirklich aufgeregt. Also sein Herz puckerte ganz wild und er hatte wirklich ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Er war etwas schüchtern, aber ich denke, er wird es lernen, daran gewöhnen und wird es auch lernen, es zu genießen. Weil ich glaube, er ist schlau genug, das wirklich zu verstehen, dass es nichts Schlimmes ist, sondern auch irgendwie eine Anerkennung.